Die Kultur des Helfens, wie sie sich hier in einer einzelnen Gemeinde darstellt, die Kultur des Helfens, wie sie sich in unserer Diakonie zu einem Wärmestrom der Liebe zusammenfügt, sie ist ein Unterpfand dafür, dass Menschen nicht allein gelassen werden. Dass uns das immer wieder neu zugetraut wird, dass ein Weg des Helfens sich immer wieder neu zeigt, verdankt sich einer Kraft, die wir uns nicht Tag für Tag bewusst machen. Einer Kraft, die uns aber dann doch immer wieder aufleuchtet, in einem Moment der Andacht, der Stille, des Gebets, des Hörens und Lauschens, einer Kraft, die wir uns nicht selber geben, sondern die von Gott kommt. Und immer wieder kommt dann auch der Augenblick, in dem wir darauf antworten, in Dankbarkeit und Liebe zu Gott, der unseren Nächsten anerkennt in seiner Würde, ganz unabhängig davon, welchen Weg dieser Nächste geführt worden ist, der Kraft, die uns selber anvertraut wird, wenn wir uns auf den Weg machen, der Liebe zum Nächsten. Beide Gebotsteile werden zusammengefügt und dadurch werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass der unsichtbare Gott immer wieder ein sichtbares Antlitz annimmt in dem Nächsten, der uns entgegentritt. Hier in der Zwölf-Apostel-Gemeinde, hier an der Kurfürstenstraße, geschieht das unter den Bedingungen der Großstadt. Da kommt alles zusammen, was in der Großstadt nur geschehen kann. Abhängigkeit von Drogen, Prostitution, Bevölkerungswandel in einer Stadt, in der Migration kein Fremdwort, sondern tägliche Realität ist. Im Kampf der Bevölkerung mit den Bedingungen, unter denen sie leben, muss und oft unwirsch wird, in der Suche danach, dass Menschen da sind, die dabei helfen, die Situation anzunehmen und in den Schwierigkeiten einer solchen Situation Gott zu loben und dem Nächsten zu dienen. Je länger ich selber mich einer solchen Situation und der Vielfalt der Lebenssituationen in unserer großen und so vielfältigen Kirche aussetze, desto mehr denke ich wieder, der Kern des Evangeliums ist einfach und klar. Gott die Ehre geben und deshalb die unantastbare Würde jedes Menschen, jeder Frau und jedes Mannes zu achten. Darin kristallisiert sich das Evangelium, das uns zum aufrechten Gang befähigt. Aber nicht nur Gott im Antlitz des Mitmenschen zu entdecken, sondern auch unsere Welt im Spiegelbild eines einzelnen menschlichen Antlitzes immer wieder zu sehen, mit ihren Abgründen wie mit ihren Hoffnungen, mit ihren Verzagtheiten wie mit ihren Aufrichten. Auch das kann man an einem solchen besonderen Ort lernen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass was Sie hier tun in der Mittwochsinitiative, dass was hier geschieht in einer Gemeinde mit all ihren Anfechtungen und ihren Hoffnungen, es ist in sich selbst ein Zeichen dafür, dass diese beiden Worte zusammengehören, die Jesus aufnimmt aus der Tradition des Volkes Israel, dem er selber angehört hat, zusammenfügt als Leitstern auch für das, was hier geschieht. Und deswegen möchte ich Ihnen in der Gemeinde, möchte ich besonders der Mittwochsinitiative dieses Dreifachgebot der Liebe zusprechen. Großen Dank dafür, dass Sie dieses Gebot mit Leben erfüllen und als Ermutigung dafür, auf diesem Weg weiterzugehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst lieben.